Bald werden wir alle diesen einen G annehmen, ob wir wollen oder ob wir nicht wollen. Viele von euch kennen mit Sicherheit diesen Spruch von unserem ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn, in dem er gesagt hat, Ende des Winters sind alle entweder geimpft, genesen oder gestorben. Und natürlich, sowas sagt man nicht, ist klar. Aber es gibt hier eine Wahrheit, auf der wir uns alle verlassen können, und zwar: Bald kommt der Moment, in dem wir alle gestorben sind. Für den einen kann es in 30 Jahren kommen, für den anderen in 10 Jahren, für den anderen morgen und vielleicht auch sogar für einen schon heute. Wir wissen es nicht. Keiner von uns weiß, wann es zu Ende ist. Aber eins ist sicher, es kommt der Moment, da werden wir von dieser Welt gehen müssen. Bitte halte einmal ganz kurz an. Einmal ganz kurz anhalten und denk mal drüber nach. Es kommt der Moment, in dem auch du von dieser Welt gehen wirst. Eine Generation vergeht und man wird über mich und über dich vielleicht gar nicht mehr sprechen. Man wird über uns gar nicht mehr nachdenken. Wir sind weg. Auf dem Friedhof gibt es viele freie Plätze, die wir einnehmen werden. Ja, unser Körper wird dort begraben sein und wir werden hier nicht mehr existieren. Wir werden hier nicht mehr sein. Und ich glaube, dass dieses Denken sehr oft verdrängt wird. Aber einmal kurz anzuhalten und sagen, okay, ich werde eines Tages sterben. Die Frage ist, bin ich bereit? Bin ich bereit zu sterben? Und deswegen möchte ich mich jetzt ganz ausdrücklich an meine liebe Atheisten wenden. Ihr sagt, weil es keinen Gott gibt, gibt es auch kein Leben nach dem Tod. Aber was ist, wenn ihr euch irrt? Stellt euch mal vor, es kommt der Moment, da werdet ihr sterben. Ihr werdet sterben. Wir werden alle sterben. Und dann stehst du vor einer höheren Macht, vor einem Gott. Und er wird dir sagen, du hast die Möglichkeit gehabt, an mich zu glauben. Du hast dich von mir abgewandt. Und du wirst nicht sagen können, davon habe ich nichts gewusst. Du hast jahrelang nach irgendwelchen Möglichkeiten gesucht, um eine Ausrede zu finden, indem du sagen kannst, es gibt keinen Gott. Du hast lange danach gesucht und gearbeitet, um eine Theorie zu finden, in der man sagen kann, wir brauchen keinen Gott. Und dann bist du tot und merkst, es gibt doch einen Gott. Dann ist dein Leben vorbei. Und was ist dann? Ich weiß nicht, ob du mein letztes Video angeschaut hast, aber dort wird ganz klar deutlich gezeigt, allein schon bei der Entstehung dieser Welt muss es eine höhere Macht gegeben haben. Das zeigt die Natur. Das zeigt die Schöpfung. Die zeigt, dass es einen Schöpfer geben muss. Und deswegen gibt es eine Sache, die wirklich jeder Mensch unbedingt tun muss. Und da spielt es auch keine Rolle, an was du jetzt momentan gerade glaubst oder ob du an gar nichts glaubst. Aber es gibt eine Sache, die wirklich jeder Mensch unbedingt, und das möchte ich wirklich betonen, unbedingt tun muss, bevor er stirbt. Vorher darfst du nicht sterben. Und was diese Sache ist, möchte ich im nächsten Video ganz ausführlich, klar und deutlich erklären. Eins möchte ich sagen, vor dem Tod entscheidet nach dem Tod.